Servus Leute, im heutigen Video geht es um Ingame-Settings und wie man die besten Werte findet, damit Tarkov gut aussieht, damit man trotzdem noch eine Top-Performance hat. Das Ganze hat den Hintergrund, ich habe meine Grafikkarte geupgradet, ich hatte eine 3080, jetzt habe ich eine 4080 Super und habe selber noch mal ein bisschen an den Ingame-Settings rumgedoktert und wie ich das gemacht habe, ja, wollte ich einfach mit euch teilen und ein bisschen Wissen weitergeben. Viel Spaß! Im Hintergrund seht ihr meine Grafik-Settings und das bedeutet nicht, dass das die perfekten Settings sind, sondern die passen am besten zu meinem System und das, was ich von dem Spiel erwarte, nämlich ein bisschen visuelle Qualität und trotzdem noch Top-Performance und das habe ich hier eingestellt. Und je nach System kann diese Einstellung auch ganz anders aussehen, nämlich in Tarkov entstehen Frames so, erstmal ist es CPU-lastig, CPU und RAM und je nachdem, wie gut die CPU ist, wie viel die CPU liefern kann, in Kombination mit dem RAM, desto mehr kriegt die Grafikkarte zu tun. Das heißt, wenn ihr eine sehr gute Grafikkarte habt, aber eine CPU, die dabei weit nicht hinterherkommt, könnt ihr hier einstellen, was ihr wollt. Ist egal, die Frames bleiben immer gleich. Und wenn ihr eine gute CPU habt und eine gute Grafikkarte, die in etwa auf einem Level sind, dann spielen diese Einstellungen hier schon eine Rolle. Ich setze jetzt einfach mal für dieses Video voraus, dass ihr alles schon eingestellt habt, was es so gibt. Sonst wird es hier unendlich lang und was ich damit meine, ich schmeiße einfach mal ein paar Schlagworte her. XPO-Profil, Kernisolierung, Process Lasso, Windows-Einstellungen und alles, was dazugehört. Da rede ich auch viel in meinem Settings-Video drüber, das verlinke ich euch einfach mal hier oben, wenn ihr es euch anschauen wollt. Aber in diesem Video geht es wirklich bloß um die Ingame-Settings und wie man da am besten, ja, die besten Werte für sich selber findet und wie ich das für mich selber gemacht habe. Und ja, im Hintergrund seht ihr, ich habe das Ganze ein bisschen höher eingestellt. Für mich der Anspruch ist, gute visuelle Qualität und kein Performanceverlust oder so gut wie kein Performanceverlust. Und das habe ich hier erreicht. Ich habe einen 7950 X3D und eine 4080 Super jetzt. Und die CPU, die ich habe mit 6000er CL 30 RAM, sei noch dazu gesagt, ist auch wichtig, die RAM-Geschwindigkeit. Vernachlässigt das nicht, kann ich bloß sagen. Ist somit die beste CPU, die man haben kann für Tarkov. Also die liefert richtig. Und umso mehr die CPU liefert, umso mehr hat die Grafikkarte zu tun. Und deshalb muss man das Ganze auch bei einer 4080 Super ein bisschen im Auge behalten, dass da nicht gebottleneckt wird und man da aber trotzdem die beste visuelle Qualität hat bei den maximalen Frames. Und diese Settings seht ihr hier im Hintergrund für mein System. Und ja, wie ich das für mich eingependelt habe, das habe ich in-game getan. Und zwar, man geht dazu am besten in einen Scaffron. Wichtig ist hierbei, macht das in einem Online-Raid auf einem Server. Weil wenn ihr das in einem Offline-Raid macht, auf dem nichts los ist, dann ist es einfach so, ja, die CPU hat wenig zu tun, rödelt frei, die Grafikkarte kriegt viel mehr zu tun, als es eigentlich in einem Online-Raid ja, passieren würde. Und die ganzen Einstellungen sind eigentlich voll für die Tonne, weil, ja, das ist gut für ein Offline-Raid, aber nicht gut für Online-Raids. Online-Raids meine ich übrigens auch PvE-Raids, weil die laufen ja im Moment zumindest noch auch auf Online-Servern. Und da kann man das auch einstellen. Ich mache das Ganze im PvP. Da ist vielleicht ein bisschen weniger los im Hintergrund. Vielleicht kriegt im PvE die CPU sogar mehr zu tun und da muss man seine Settings dann nochmal ein bisschen anpassen. Also je nachdem, ob ihr PvP oder PvE-Spieler seid, solltet ihr das vielleicht auch bedenken, insbesondere in Zukunft, wenn es lokales Hosting gibt für PvE, dann wird die CPU auch nochmal mehr gefordert, weil ja der Server dann auf eurer CPU läuft und dann muss man das Ganze vielleicht doch nochmal ein bisschen anders einstellen. Aber das sind Feinheiten. Wir schauen uns das Ganze mal an in einem Scaffron. Auf welcher Map macht man das am besten? Man kann jetzt natürlich auf Factory gehen. Factory ist eine Map, die ist sehr, ja, CPU-freundlich, nicht sehr CPU-lastig. Ihr kennt es vielleicht, wenn ihr auf Factory geht, habt ihr 300 Frames, 400 Frames mit einem guten System. Und da hat die CPU halt nicht viel zu tun und die Grafikkarte rödelt voll durch. Man will ja seine Settings nicht für Factory optimieren. Auf Streets auf der anderen Seite ist es so, ja, da hat die CPU sehr viel zu tun und die Grafikkarte langweilt sich ein bisschen. Daher kommen auch diese Unterschiede in Grafikkartenauslastung. Her, Factory, wenig zu tun für die CPU, mehr Grafikkartenlast und man hat eh gute Frames und auf Streets ist es so, CPU kommt nicht hinterher und die Grafikkarte langweilt sich, also da gibt es massive Unterschiede. Man sollte vielleicht eine Map wählen, die so, ja, im Mittelfeld ist. Wenn man das jetzt auf Streets macht und da die Grafikkarte voll aufdreht, dann hat man auf anderen Maps, limitiert man dann seine Frames. Ich mache das Ganze ja mal auf Woods. Woods ist so, ja, gut von der Performance her, aber Da läuft im Hintergrund ein bisschen was und wie das Ganze dann ausschaut, schauen wir uns an, wenn ich reingeladen habe.
Also, ich bin auf Woods und ihr seht oben rechts das Nvidia Overlay. Das habe ich jetzt mal bloß für dieses Video an. Da seht ihr die Frames, auch die 99% Low FPS und so weiter. CPU-Nutzung, GPU-Nutzung. Das sind nämlich die zwei Hauptwerte, die hier wichtig sind. Und ihr seht schon, meine Grafikkarte ist ziemlich ausgelastet mit 96-97%. Meine Frames sind aber trotzdem sehr gut und natürlich ist alles sehr flüssig. Es gibt auch noch ein paar andere Werte, die wichtig sind oder einen anderen Wert. Und das ist der GPU-Memory, der Video-RAM. Kommen wir gleich dazu. Das sind auf jeden Fall die zwei Werte. Als allererstes mal, wie macht man das jetzt? Man hat einen Scavrun, hat jetzt 20 Minuten Zeit und ich empfehle, ihr hockt euch einfach irgendwo hin, wo man so ein bisschen was sieht, wo man ein bisschen was im Hintergrund gerendert wird und ja, an den Spot am besten, wo niemand vorbeikommt. Also in einem Scavrun ist es eh recht selten, wenn man irgendwo in der Pampa liegt, dass man da gespottet wird. Also ich hocke mich jetzt einfach mal hier an diese Felsen, beziehungsweise lege mich da hin. Und dann schauen wir uns mal die Grafik-Settings an und wie sich das Ganze verändert und so weiter. Also, ich lege mich mal hier hin. Ihr seht, ich habe hier 188 Frames. Ich habe 87% GPU-Nutzung. Die Sache ist die in Tarkov, es gibt keine feste Methode, um das zu benchmarken. Das heißt, man muss das auf diese Art und Weise machen oder auf irgendeine Art und Weise. Und letzten Endes das Ganze ein bisschen abschätzen. Gut, das Ganze macht man dann so, man geht hier in die Grafik-Settings. Es gibt ein paar Sachen, die kann man leider in-game nicht umstellen. Das muss man dann außerhalb vom Raid umstellen und das vielleicht für sich selber anschauen. Texture Quality und Shadows Quality, das sind halt zwei Werte, die insbesondere auf den Video-RAM gehen. Und das hier sind meine Settings. Und ja, bevor ich hier irgendwas ändere, ich bin normalerweise immer im Fullscreen. Ich gehe jetzt aber mal kurz auf Borderless, einfach um euch zu zeigen, was auf meinem zweiten Bildschirm läuft, nämlich HW Info. Nämlich um zu sehen, wie meine Kerne ausgelastet sind und dass ich euch mal kurz den Video-RAM auch zeigen kann. Also, dann tappe ich mal rüber und ich habe das schon mal hier vorbereitet. Tarkov, da seht ihr hier T0. Tarkov sollte immer auf den physischen Kernen laufen, das ist bei mir der Fall, durch Process Lasso. Und ab hier dem achten Kern sollte nichts mehr laufen. Alles, was hier unten ist, ist irgendwie Windows und so weiter. Also ihr seht auf den physischen Kernen hier 52%, 45%, 50%, 47%, hier 74%, 40%, 43% und so weiter. Also Tarkov gönnt sich nicht nur zwei Kerne, sondern tatsächlich alle acht. Das ist nicht komplett. Hier den auf 77%, je nachdem. Und ja, das ist die Kernauslastung, wie sie sein sollte. Könnt ihr euch bei euch auch überprüfen. Ich mache das mit HW Info. Es gibt aber verschiedenste Tools. Und hier unten ist die GPU-Speichernutzung. Die ist bei, ja, sagen wir mal, 95% gerade. Und jetzt schauen wir mal an, wie sich das Ganze auswirkt, wenn ich hier die Grafik-Settings einfach mal runternehme. Und zwar, dann sollte die GPU-Nutzung massiv runtergehen. Was wir jetzt mal nicht anfassen, ist LUT Quality und Overall Visibility. Wir gehen jetzt hier einfach mal mit den Grafik-Settings runter. Und was wir hierfür einfach mal machen, das Erste, was man machen kann, um die Grafikkarte zu entlasten, ist natürlich DLSS auf Quality setzen. Dann macht man HBAU auf, dann macht man SSR aus. Anisotropische Filterung kann man auf Off gehen. Und dann sehen wir einfach mal, was das hier für eine Auswirkung hat. Also bedenkt, ich hatte so eine GPU-Auslastung von 88% und sowas und hatte so 188 Frames. Jetzt haben wir das Ganze mal gemacht und die Frames, ja, gehen ein bisschen hoch, nicht viel, wie erwartet, weil die GPU noch nicht ausgelastet war, aber die GPU-Nutzung ist runter auf 66% und ja gut, die Grafik-Memory, weiß ich nicht, ob sich das unbedingt in-game ändert. Aber auf jeden Fall ist die GPU-Nutzung runter. Man sollte auch hier so sein VRAM ein bisschen im Auge behalten. Insbesondere bei Streets ist der VRAM wichtig. Deswegen sollte man, auch wenn man eine 4080 Super hat wie ich, den Low, mal sehen, wo ist er, der Low Resolution Mode für Streets anhaben. Ich habe festgestellt, insbesondere bei Streets of Tarkov ist es so, da wird der VideoRAM gerne belastet und wenn man das hier anhat, dann geht es runter. Immer wenn der VideoRAM nachlädt, was in Streets insbesondere der Fall ist, hat man so leichte Stutter. Und deshalb habe ich auch mit 16 GB VRAM, habe ich das hier an. Man kann natürlich hier den Texture Mode runtergehen auf Medium oder so, dann braucht man es vielleicht nicht. Das muss man für sich selber halt ein bisschen ausprobieren und das für sich selber benchmarken. Aber bei mir ist es so, ich spiele gerne mit hohen Texturen und dann habe ich den Low Texture Resolution Mode. Merkt man kaum auf Streets, aber es ist dann so, statt 99% VideoRAM Auslastung habe ich dann auf einmal nur noch 75% und die Stutter sind weg. Deshalb habe ich den an. Zu den anderen Settings. Also ihr seht es, ne? Hier
Grafikkartenauslastung jetzt bei 66%. Also es bringt einiges, insbesondere DLSS bringt so 10-30%, je nach Grafikkarte. Also bei meiner 3080 hat es so 25% gebracht. Bei meiner 4080 Super jetzt ist es nur noch so 10-15%. Also je nach Grafikkarte kann das variieren. Ihr hört es hier im Hintergrund, ist ein bisschen was los. Und jetzt schauen wir mal, also 60% GPU-Auslastung und die Frames sind gleich geblieben. Weil, wie gesagt, die Grafikkarte immer noch nicht ausgelastet war. Und so habe ich das auch für mich eingestellt. Und so solltet ihr das auch machen. Jetzt gehen wir mal zurück auf meine Settings. Beziehungsweise wir schauen uns einmal einzeln die Settings an. Also, wir machen jetzt mal bloß DLSS, beziehungsweise wir schauen uns nochmal kurz an mit DLSS. Machen wir hier auf Quality. Ich würde DLSS oder FSR, je nachdem, was ihr bevorzugt. Visuell nimmt sich fast nichts. FSR 2.2 und DLSS. Wir schauen mal kurz auf die GPU-Auslastung. Die ist gerade ja so bei 58-59%, knapp 60%. Und jetzt schauen wir mal, was das macht, wenn ich hier DLSS ausmache und wieder auf den normalen Anti-Aliasing-Modus gehe, auf TAA High, was ein bisschen besser aussieht. Und ihr seht es, ne? GPU-Auslastung geht direkt hoch bei mir, sagen wir mal so 10% geht so hoch, gar nicht so viel. Gar nicht so viel. Ich hätte gedacht, ein bisschen mehr. Das letzte Mal habe ich so gedacht, waren es so 10%. Wie gesagt, bei der 3080 war es mehr. Da 10% ist die GPU-Auslastung hochgegangen. Kann ich auf jeden Fall verschmerzen. Und dazu sieht das Game dann besser aus. Jetzt, nächstes Setting. HBAU. Ja, schauen wir mal, wir waren so bei 68% CPU-Auslastung. Wie viel haben wir jetzt? 68, 72. Ich sage mal so 4% geht es hoch. HBAU ist die Umgebungsverdeckung. Es gibt dem Ganzen Bild ein bisschen mehr Tiefe, ein bisschen mehr Schatten und das Ganze sieht ein bisschen lebendiger aus. Umgebungsverdeckung, könnt ihr ja mal googeln, auch diesen Wert. Also wir sind um ca. 4-5% in der GPU-Auslastung hochgegangen. Wir haben noch Luft, so ca. 26%. Dann schauen wir, was SSR macht auf High. Von 72% auf 79%, 80%, sagen wir plus 8%. SSR sind Reflexionen. So kann man das Ganze halt für sich selber ein bisschen hochregeln. Und es geht natürlich nicht alles in-game, aber ich würde Woods empfehlen, das ist so eine mittelmäßige Map von der Belastung her und ganz, ganz ausgewogen von CPU und GPU. Dann hat man auf Factory und auf Labs und sowas hat man halt ein leichtes Bottleneck, auf Customs vielleicht auch. Man kann es dann auch auf Customs machen, je nachdem wie man will. Und dann kann man das Ganze so einpendeln, auf Streets hat man dann auf jeden Fall keine Probleme von den Grafikdetails. Und was haben wir hier noch? Anisotropische Filterung, also wir waren jetzt gerade mal sehen, bei wie viel Simmern, dass sich das wieder einpendelt. 78%, knapp 80%, ja, 80%, 82%, sagen wir 80%, 82%, 77% springt ein bisschen hin und her, sagen wir um die 80%. Und dann geht man hier hoch auf anisotropische Filterung on. Schauen wir mal auf die Auswirkung. 95%, 89%, 87% ist auf jeden Fall wieder ein Stückchen hochgegangen. Ihr seht im Hintergrund, die Frames sind in etwa gleich geblieben. Sie springen natürlich ein bisschen hin und her. Das ist klar, ne? Aber die Frames sind im Prinzip gleich geblieben. Das heißt, die CPU läuft immer gleich durch und liefert die Frames gleich und die Grafikkarte, ja, macht dann die Grafikdetails rüber. Und ihr seht es, ne? GPU-Nutzung von 90%, hin und wieder auch mal 95%. Das ist so das Maximum. Für mich ist es auch so, ich habe jetzt gerade die Frames frei. Normalerweise spiele ich mit G-Sync. Das heißt, meine Frames sind bei 161 gecapped. Bei G-Sync ist es so, wenn man das anhat, sollte man die Frames im Nvidia-Treiber oder AMD-Treiber, je nachdem, cappen und zwar ein bisschen unter der Refresh Rate. Ich habe einen 165 Hertz Monitor, ich cappe sie bei 161, also 4 Frames drunter. Dazu habe ich auch noch vertikale Synchronisation an. Das heißt, die 161 Frames erreiche ich hier konstant und dann ist die GPU überhaupt kein Problem mehr und das Ganze ist dann auch ein bisschen, ja, flüssiger durch G-Sync. Das kann ich euch bloß ans Herz legen. Und ich habe auch schon mal ein G-Sync-Video gemacht. Das verlinke ich vielleicht hier oben. Ich denke, ich verlinke es. Ist schon ein bisschen älter. Muss ich nochmal durchschauen, ob das noch wirklich alles aktuell ist. Aber ja, G-Sync würde ich insbesondere für Tarkov empfehlen, weil man halt oft Frames hat, die unter der Refresh-Rate liegen. Dadurch des Games, also insbesondere auf Maps 3 Streets, wesentlich flüssiger wird, wenn ihr die Möglichkeit habt. G-Sync oder halt Adaptive Sync, ne? Ist alles dasselbe. Und so habe ich meine Grafikeinstellungen gemacht. Man kann jetzt natürlich auch hingehen und zum Beispiel Texture Quality und Shadows Quality ein bisschen rumprobieren und ja, das kann man aber so machen, Alt F4, dann das umstellen und dann wieder reinladen. Die Sache ist, wenn man neu reinlädt,
verfälscht das Ganze ein bisschen, ist ein bisschen schwierig mit dem Benchmarken von Tarkov. Aber so sind meine Settings entstanden und wie gesagt, ihr solltet darauf achten, dass ihr eure Grafikkarte nicht ganz ans Maximum bringt, aber ans Maximum, wenn ihr maximale visuelle Details haben wollt, für, ja, gleichzeitig noch maximale Performance, hängt halt an eurer CPU. Und ich gehe nochmal kurz über meine Settings, also Texture Quality, Shadow Quality auf High, es sieht einfach gut aus, ist alles ein bisschen schärfer. Anti-Aliasing, TAA High, kann ich machen, weil meine Grafikkarte recht gut ist. Es sieht besser aus als DLSS. Wenn ihr eine Nvidia-Grafikkarte habt, dann ist es meistens sinnvoll, mit DLSS zu spielen, weil, wie gesagt, entlastet die Grafikkarte. Oder wenn ihr eine 1000er-Karte habt, dann auf jeden Fall mit FSR. Und spielt mit Quality, drunter würde ich nicht gehen, weil alles andere sieht ein bisschen blöd aus. Overall Visibility und LOT Render Quality. LOT würde ich nicht unter 2,5 gehen. Das ist nämlich, dann seht ihr ja, wenn ihr auf 2 geht, seht ihr bloß noch Strichmännchen auf Entfernung. Und Overall Visibility habe ich gemacht, das können wir mal kurz zeigen. Da jetzt der, hier. Also, da hinten rendert nicht mehr so viel rein, beziehungsweise es hat sich jetzt vielleicht gar nicht geändert. Da jetzt ja der Nebel weg ist seit neuestem, habe ich das erhöht. Ich habe mit 400 gespielt, aber jetzt spiele ich mit 1000, weil ja, es hat sich jetzt nicht geändert vom Neuladen, weil man jetzt halt durch den fehlenden Nebel einfach weiter schauen kann und dann sollte man das Ganze reinrendern. Also was ihr hier hinten halt habt, mal sehen, geht das jetzt weg. Normalerweise sollte der Berg verschwinden. Ja, Berg verschwindet, genau, da seht ihr das. Berg verschwindet, das ist 400, das sind 400 Yards trotz alledem, das ist viel. Und jetzt halt mit 1000 rendert der halt immer rein. Und ich sag mal, mehr als 1000 braucht ihr nicht. Ihr könnt natürlich, ne, wenn auf 3000, dann rendert, glaube ich, noch ein bisschen Hintergrund mit rein. So. Ja, sieht man kaum da hinten halt so ein paar Hochhäuser oder was auch immer. Es lohnt sich nicht. Es lohnt sich nicht. Kaum sichtbar. Also, mehr als 1000 braucht ihr nicht. Das sind 1000 Yards, fast 1000 Meter. Das würde ich so lassen. Und was ich halt hier noch anhab, ist, ja, TAA High, Anti-Aliasing. Sieht gut aus, wie gesagt. Dann HBAU-Umgebungsverdeckung, gibt dem Bild halt mehr Tiefe. Spiegelungen habe ich auf High, dann anisotropische Filterung, macht auch die Texturen schärfer. Nvidia Reflex, okay, das ist dann On und Boost, das ist halt, dass die Frames uncapped sind und so weiter. Und dann habe ich hier noch, Moment, seht das? High Quality Color habe ich an. Das ist der einzige Haken, nee, der zweite Haken, der da unten drin ist. Streets natürlich, Lower Texture Resolution Mode. Hier unten würde ich alle Haken rausnehmen. High Quality Color. Ist schwer zu sagen, also ich erkenne nicht so viel Unterschied. Meiner Meinung nach sind die Farben alle ein bisschen voller und es sieht alles ein bisschen besser aus. Und ja, da ich ein bisschen auf Grafikdetail Wert lege, habe ich das angemacht. Und so sind meine Settings entstanden. Und ja, wie gesagt, ich empfehle jedem, da mal selber ein bisschen drüber zu gehen und insbesondere die GPU-Nutzung im Auge zu behalten. Die GPU-Nutzung ist wichtig. CPU-Nutzung, ja, die sollte immer so sein, also immer Maximum sein, je nachdem, wie ihr euer System optimiert habt. Da könnt ihr mit den Ingame-Settings gar nichts dran ändern. Also CPU-Nutzung, ihr seht es, ne, da wird zwar 13% angezeigt, aber diese 13% sind natürlich hier, oder jetzt 14%, die Gesamtauslastung. Und die wichtigen Kerne, seht ihr hier, ne, die sind belastet. Bei mir sind es halt 16 Kerne, 8 davon sind von Tarkov belastet. Alles andere, was hier unten ist, ist dann, ne, Windows und alles, was so im Hintergrund läuft. Das läuft alles auf diesen Kernen. Und so solltet ihr es auch euch auch einstellen. Process Lasso ist hier ein Schlagwort. Und dann natürlich solltet ihr auf den GPU-Speicher ein bisschen achten. Der hat sich jetzt nicht geleert, weil ich nicht umgestellt habe. Ich glaube, das verändert sich noch ein bisschen je nach Settings. Aber in-game halt nicht, weil der sich dann nicht mehr leert. Aber insbesondere auf Streets, ne, wenn ihr jetzt halt keine 4090 habt oder irgendeine AMD-Karte mit 20 GB, 24 GB Speicher, dann solltet ihr den Low Texture Resolution Mode anhaben. Und ja, das sind die Werte, auf die man achten sollte. CPU, GPU, Speicherauslastung und anhand dessen seine Grafikdetails einstellen. Das Ganze auf einem Online-Server, weil offline bringt es nichts, weil im Hintergrund nichts passiert und die CPU nicht gefordert wird. Und ja, ich wünsche euch viel Spaß beim Grafikeinstellen. Und denkt dran, ich bin nahezu täglich live auf Twitch, twitch.tv/outsider. Würde mich freuen, wenn ihr vorbeischaut. Link unten in der Description oder im ersten Kommentar. Lasst mal ein Follow da. Und hier auf YouTube würde ich mich über ein Abo freuen. Daumen nach oben, Kommentar unter dem Video. Wir sehen uns wieder hier auf YouTube oder eben auf Twitch. In dem Sinne, macht's gut und bis dann. And I've been counting days together.